keinen guten Platz zum Zugucken. Sorry, Thorsten. Ich hoffe, ich stehe jetzt nicht im Blickfeld. Nö. Gut. Ich meine, mir macht das nichts, wenn du eben im Blickfeld stehst, also. Ja. Aber ich bin jetzt auf die Außenperspektive gegangen. Go, go, Power Rangers! Oh Gott. Sag mal, will der ins Gebäude fahren? Fuck! Hat nicht gereicht. Ja, fick dich. My Brussels, was? Ach, der fährt jetzt nach Brüssel. Was? Der Kack, kann man hier nochmal schreiben. Mit X. Nee, mit Y. Ach, mit Y, ja gut. Juhu, ein paar Euros. So, und schon wieder keine Aufträge. Ja, dann kauf dir doch jetzt bitte. Nein, das liegt an was anderem. Du Chris, das hab ich doch gerade auch gehabt. Du musst einmal aus dem ganzen Ding raus, um den Frachtmarkt sehen zu können. Du musst dich einmal irgendwo an der Straße hinstellen. Auf das Teil fahren vor mit dir. Mit dem Leih-LKW? Oder auf das Teil vor dir fahren, ja. Ich lade es einfach nur noch mal neu. Ach so, der hat ein Leih-LKW, ne? Oh. Also so, es soll jetzt einen schönen Gruß von dem Hertha-Fan ausrichten. Mhm. Er hat schon auf die neue Public Beta hochgequetscht. Aber er will nicht mit uns zusammenfahren. Ich weiß gar nicht warum. Nach Bremen? Nee, er hat den neuen Beta-Patch. Nein, warte mal, für Beta-Patch. Ja, vergiss es jetzt einfach. Nimm irgendwas, Bremen, Hamburg, Oslo, Kiel. Endlich einen eigenen LKW kaufen, ja. Eben. Ja. Ich muss vorfahren, ne? Eben. Rundum leuchte wieder aus. Dachte. Leuchten aus. Ich fahre an der Kreuzung dann rechts, ne? So, dann muss ich auch erstmal gucken, wenn hier einer kommt. Nein. Aber wie gesagt, wir sollen die Fahrt genießen und wahrscheinlich ist er beim nächsten Mal. Cool. Finde ich auch. Jetzt tanken, später tanken, gar nicht tanken, gar nicht tanken. Innes, yep. Wie voll ist dein Tank? Halb voll. Halb voll? Na komm, dann lass uns mal im Stell ranfahren. Dann haben wir auch alle einen vollen Tank wieder. Eins sechsundvierzig, das geht ja sogar immer noch.
Ich denke mal, ich werde bis nach Bremen hinkommen mit dem Tank. Deswegen erspare ich mir jetzt zu tanken. Da hat irgendjemand Rundumleuchten an. Ich blink nur, hab ich Rundumleuchten an? War ich das? Hab ich Rundumleuchten an? Ja. Ich hab die an, ne? Du hast die an. Jetzt sind sie aus, ne? Ja, aber jetzt hab ich sie an. Oh, komm. Sonntagsfahrer. Eben. Halt die Fresse da hinten. Oder muss ich dich erst wieder den Berg hochschieben? Ja, das sowieso. Na, das habe ich mir fast gedacht bei dem. Keine Ahnung, was habe ich denn drauf? Sind schon nur 16 Tonnen. Weiß nicht, habt ihr euch heute das Video von Liv Lloyd angesehen, wie er mit Merkel? Nee, ich habe es nur vorhin irgendwann in den Nachrichten gesehen. Also, offen gestanden, kennt ihr die Videos von dem? Mehr oder weniger. Ja, er war sehr zurückhaltend. Ja, also ich habe mir das Video gestern Abend, bevor ich zum Dienst gefahren bin, angesehen. Und hier kam er so ein bisschen wie ein kleiner Schuljunge. Wirklich. Hier kam er wirklich wie ein kleiner Schuljunge vor, der vor der Bundeskanzlerin wirklich zusammenkommt. Es ist aber für das, was er macht, auch, glaube ich, eine Situation. Ich weiß nicht, ob er selber überhaupt mal eben mitgerechnet hat, ob er überhaupt in die Situation kommt. Hey, effektiv, das ist eine Frau wie jeder andere auch, die scheiß genau in das gleiche selbe Loch wie er. Alter! Ne? Scheiß in das gleiche Loch. Ich fahre hier nur so 70. 60. Ich hab mir ehrlich gesagt, also ich persönlich, hab mir eigentlich ein bisschen mehr von erhofft. Ja, es ging gleich vielen so, aber mein Gott. Und vor allem, gut, ich meine, hey, die hat ihre Meinung, keine Frage, aber zu dieser, was wirklich witzig war, Liv Lloyd hat sie danach gefragt, warum die gleichgeschlechtliche Ehe anders gehandhabt wird als die heterosexuelle Ehe. So. Kam wie der klassische CSU-CDU-Mist, ja. Ja. Danke. Und hier kam der Kommentar von wegen, ja, für mich ist eine Ehe zwischen Mann und Frau. Ja, ja, das ist die scheiß Standard-CDU-Meinung. Ja. Ja, ja. Offen gestanden, das hat mich doch sehr, 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 sehr genervt. Aber hey, wie gesagt, hey, ist ihre eigene persönliche Meinung. Und die wollen wir auch keinem absprechen. Ja, das ist nicht nur ihre persönliche Meinung, das ist auch sehr stark die Meinung von den ganzen. Ich meine, das ist eine christlich-demokratische Partei, das darf man dabei nicht vergessen. Ja, da ist sie auch die Vorsitzende. Da kann ich die Meinung schon, dass man diesen Wert vielleicht vertreten will, noch irgendwo nachvollziehen, nur. Ich sag mal, da ist ja selbst der neue Papst einen Schritt weiter als die. Ja. Entschuldigung. Ja, aber wie gesagt, also das muss man schon wirklich sagen. Aber was schön ist, das habe ich gar nicht so mitbekommen. Ich habe es heute Nacht irgendwann auf Spiegel Online habe ich das gelesen. Geradeaus weiter, ne? Ja. Das habe ich so gar nicht mitbekommen. Hat Floyd wortwörtlich gesagt, ging um Antisemitismus, sagte er irgendwie, und wenn irgendjemand Heil Hitler jetzt sagt, dann muss sie wirklich für einen ganz, 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 ganz kurzen Moment müssen hier sämtliche Gesichtszüge entglitten sein. Wie gesagt, ich habe es gar nicht gemerkt. Aber sie hat auch selber eingesehen, okay, Antisemitismus ist scheiße, um es mal deutlich zu sagen. Ja, was machen wir? Wir tun da wieder viel zu wenig gegen. Ja, leider. So, 89, Tempo ist drin.
gucken wir die Einzige bis Hamburg rauf. Yeah! Ja, aber wie gesagt, Antisemitismus leider ein brauner Trend, der in der heutigen Zeit doch viel mehr Beachtung findet in der normalen Bevölkerung, als wir es eigentlich. Ja, da tun dann solche Sachen wie bei AfD tun noch Übriges dabei. Ja, klar. Und wenn ich mir dann ansehe, Hauke Petri, ich will jetzt nichts Falsches sagen, der jetzt so einen neuen die wäre doch am liebsten noch zum BDM gegangen. Ja, die ist doch, ja, wahrscheinlich. ist doch jetzt, Strobo, kommst du noch hinterher? Ja, kein Problem. Okay, es geht immer noch geradeaus weiter, ne? Wird jetzt einspurig? Ja, geradeaus, hm. Es wird einspurig, der Herr vor mir. Ja, achso. Ist doch einspurig. Ja, genau. Ja, genau. Hinten nähert sich jemand. Ja. Pass auf. Ich hab ihn gesehen. Boxer. Ne, und wenn ich dann halt in der Presse lese von wegen, ja, Hauke Petri will in der AfD den rechten Flügel ein wenig mehr bestärken, offenbar. Na, dann finde ich das persönlich jetzt nicht so prickelnd. Was ist das, was ist denn das Wort ist scheiße? Ja. Na, und der Lucke war das, glaube ich? Ja, der ist dann daraufhin hier ausgetreten. Der quasi ist ausgetreten und der ist hier jetzt am überlegen, ob er eine eigene Partei gründet. Ja. Ich die Nachrichten jetzt aktuell, heute aktueller Stand, richtig im Hinterkopf war. Der Lucke hatte, ich sag mal, er wollte halt eine Partei gründen, die so ein bisschen den Gegenpol zu dem Alteingesessenen darstellt. Mhm. Fand ich von der Idee auch nicht schlecht. Es war aber halt sehr, hat halt sehr extrem anti-europäisch am Anfang gewirkt, obwohl er auch da immer schon betont hatte, das war ja immer mit der Finanzkrise und mit Griechenland und was da alles in dem Zuge passiert ist und so weiter. Da hat er eine komplett andere Ansicht und so weiter. Das Problem ist, da hat er leider auch sehr viele Partei oder aus ehemaligen relativ rechten Parteien auch damit angezogen, weil das für die im ersten Moment ja alles sehr anti-europäisch, national gedacht und so weiter wirkte. Was aber so, wenn man sich damit ein bisschen näher beschäftigt hat, nicht unbedingt der Fall war. War halt von ihm auch ein bisschen unglücklich, so ein bisschen, aber gut. Das Problem anders, und das hat sich irgendwann verselbstständigt und er hat da auch, da muss ich aber auch sagen, haben sie einfach zu spät in der AfD reagiert. Da hätten sie von Anfang an stärker drauf achten müssen. War für die AfD natürlich cool, weil so haben sie natürlich ihre Prozentpunkte immer noch zusammengekriegt, ne? Ja, klar. Ja, aber auch heute war jetzt auch, wo du jetzt auch gerade Griechenland ansprichst, ich weiß nicht, habt ihr das auf Twitter ein bisschen mitverfolgt? Nee. Es gab einen Hashtag, der heute relativ schnell in den Trends war. Boykott German. Boykott Germany, so hieß der, glaube ich. Den setze ich in die Beschreibung mit rein. Da werden die alten Nazis, habe ich auch wortwörtlich so geschrieben, bin ich gerade aufgestanden. Wie gesagt, ich kam ja gerade vom Nachtdienst. Okay. Geradeaus weiter wahrscheinlich noch, ne? Ja. Und da war. Guck mal im Schnellen. Ja, die Darstellung von Schäuble sind ja manchmal auch Nein. Ist viel besser. Ich meine, ich weiß, dass auch so Bilder kursieren, wo Schäuble inklusive Rollstuhl am Baum hängt, aber gut. Noch viel besser, als du das vorstellen kannst, weil der Hashtag hieß Boykott Germany. Ja, und da wurden Nazi-Fotos mit Hakenkreuzen mir mit der amerikanischen Staatsflagge das halt wieder rauskommt.